Die Sendung wird präsentiert von Schindler und Scheibling. Planen und bauen natürlich mit Holz. Schindler-Scheibling.ch. Ich bin Markus Walter, aber alle sagen mir Meck. Ich bin ein Verdingbub. Mit Jahrgang 1974 gehöre ich zu der jüngsten Generation von Verdingkind. Als siebenjähriger Bub muss ich auf dem Bauernhof schwer krampfen. Ohne Würde und ohne Recht. Misshandlungen und Schläge haben genauso zum Alltag gehört wie Melken und Heuen. Da frage ich mich wirklich, wie jemand, der so ins Leben gestartet ist, irgendwann Kurven wieder kriegt und irgendwann kann vielleicht so etwas wie Liebe und Normalität erleben. Der Markus Walter, Meck, sagt mir dir vor allem, gell? Ist das okay, wenn wir bei dem bleiben? Sehr gerne, ja. Eine unglaubliche Geschichte. Es hat mich jetzt auch gerade ein bisschen gefroren, als ich da zugeschaut habe. Und wir sind hier auf dem Biohof Mittelmatt, das ist im Zuckerberg. Wir müssen aber auch klar sagen, der Ort hat jetzt nichts zu tun mit deiner eigentlichen Geschichte. Du hast Jahrgang 1974, also bist sehr ein junger Verdingbub. Für mich sind Verdingbuben immer sehr viel älter gewesen. Ja. Und deine Geschichte macht es natürlich noch mal ein bisschen besonders. Wie hast du das erlebt, Verdingbub zu sein? Erzähl mal ein bisschen von dem Alltag und ob der öppe da und dort ähnlich war ist wie das, was wir gesehen haben gerade. Also was sicher ähnlich war, ist, du hast immer müssen krampfen. Du hast am Morgen, bevor du in die Schule müssen oder dürfen, hast müssen krampfen. Du hast, wenn du heimkommst, bist müssen krampfen. Du hast am Abend müssen krampfen. Ein Beispiel: Ich habe als Siebenjähriger müssen am Morgen, bevor ich in die Schule bin, habe ich müssen den Stall sauber machen. Für 33, 34 Kühe sind das gsi. Da bist du eine Stunde, anderthalb dran gsi. Und das als Siebenjähriger. Und erst dann bist du nachher eigentlich in die Schule. Also, wenn ich so ein das anschaue, die körperliche Arbeit ist auf einem Bauernhof natürlich gegeben, ja, klar. Aber wenn du da so einen kleinen, jungen Zwirbel bist und so musst krampfen, ist das schon noch heftig. Und zum Teil hat einfach da viel mehr wie die eigenen Kinder, die sie hatten. Jetzt eben andere Kinder, die stresst schon, wenn sie morgen früh auf und dann in die Schule gehen oder am Abend noch aufzugehen. Das hast du alles auch gehabt, plus die Arbeit, wo du noch eingespannt worden bist. Ist das einfach durchgezogen worden, die ganze Woche? Sieben Tage. Drei, sieben oder Tage. Also wenn man von dir liest oder hört, so Geschichten wie, würde ich gerne auf das ansprechen, weil das für mich so ein Beispiel steht, das Bettnässen, oder? Mm-hmm. Das ist etwas in die Hose machen, wo ganz viele Kinder ja kennen. Und da sind sie froh gewesen, wenn das einigermaßen glimpflich ausgegangen ist und nicht noch müssen eine Strafe bekommen für das. Mm-hmm. Aber das war bei dir anders gewesen. Ja, in verschiedensten Hinsicht. Also, ich mag mich an ein paar Sachen erinnern. Mir hat man zum Beispiel ein achteckiges Holzstück auf den Rücken gebunden, dass wenn ich mich drehe auf den Rücken, dass das sticht, dass ich dann halb verwache und das hat recht gestochen. Also das mag ich mich erinnern und ich mag mich halt einfach erinnern, die wirklich heftige Angst, die ich hatte, am Morgen zu verwachen, ui, ich habe ein Bett gemacht und du weißt, du kommst Prügel über. Also das ist so weit gegangen, dass ich dann sogar abgehauen bin, irgendwo in einem Wald und bin mich verstecken. Aber ja, irgendwann also musst du wieder zurück. Ist noch recht häufig eingesetzt worden für alles Mögliche. Ja. Zum Beispiel für auch? Nicht gehorsam, nicht arbeiten. Ohrfeigen hat es immer wieder gegeben. Wenn du etwas falsch gemacht hast, hast du halt mal mit den Peitschen bekommen.
Es gibt auch viel zum Kuhtreiben, gibt es so einen langen Ding. Mit dem habe ich viel bekommen. Mhm. Dann hat es aber auch recht heftige Sachen gegeben. Du hast einen grossen Traktorunfall gehabt. Mhm. Du hast als Junge schon dürfen Traktor fahren. Ja. Also habe ich dürfen. Das war das Größte. Aber wir sind dann einmal beim Nachbar, bin ich helfen, oder habe ich wollen helfen, Birnen ablesen. Und dann sind wir mit dem Traktor gefahren. Die Nachbarsohn ist gefahren, der war 14, der hat schon dürfen fahren, offiziell. Der Vater hinten drauf. Und du sitzt ja dann so über dem Radkasten. Und das war so ein alter Traktor. Und wenn du auf ein Feld gehen willst und das abgehackt ist, musst du doch so auftun. Und dann bin ich so vorgegumpelt beim Traktor und wollte das eigentlich auftun und stand auf die Kupplung. Dann hat er angehalten und dann sagt der Nachbarsohn, so, du stehst auf der Kupplung. Mhm. Und ich habe sie dann schletzen lassen. Und der Traktor nimmt den Gump. Und ich bin dann eigentlich zwischen Vorderrad und Hinterrad gefallen. Und dann ist mir das Hinterrad über den vorderen Teil vom Kopf gefahren. Ah. Und ich hatte dann 15 Mal den Kopf gebrochen. Also für mich ist das jetzt im Nachhinein mit meinem Glauben, wo ich habe, hat Gott da wirklich, ich glaube, sämtliche Engel, die er hatte, geschickt. Wenn du dir jetzt vorstellst, du siehst den Meck in diesem Alter, im Stall und dort in der Umgebung, wo er sich bewegt hat. Was siehst du für einen Bub? Wie verhält sich der? Ich glaube, ich würde dort unterschiedliche Mecks sehen. Ich würde einen verzweifelten Meck sehen, einen panischen Meck, einen verängstigten Meck, aber manchmal zwischendurch auch einen fröhlichen Meck. Ein Meck, der sich aber mit einem Stück Brot bei der Nachbarin mit einem Lucky Luke-Heftchen können verstecken und dort seinen Frieden gefunden hat. Ich glaube, das ist ein Wechselspiel. Und das Schwierige war noch, das Wechselspiel ist extrem schnell manchmal. Seit am Himmel ist etwas, wo du gar nie gerechnet hast damit. Und dann bist du schnell verängstigt gewesen. Hast du dir irgendetwas zurechtlegen können, das dich geschützt hat? Ich habe das Glück, dürfen zu haben. Und ich habe das höchstwahrscheinlich seit der Geburt mit auf den Weg bekommen, dass mein Glas immer halb voll ist und nicht halb leer. Und ich drehe alles so lange, auch wenn es noch so schlecht ist, bis ich irgendetwas Kleines finde, das ich lernen kann oder das positiv ist. Und genau an das klammere ich mich. Und das kann nur etwas Kleines sein und das hat gelangt. Und hat es also etwas wie Hoffnung gegeben? Also irgendwann ist dann die Geschichte fertig oder nimmt sie dann einmal ein Ende und das ist einfach jetzt ein paar Jahre, die ich noch durchheben muss. Hast du so Gedankengänge gehabt? Die Hoffnung hast du jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Dass es anders wird? Dass du wieder heim kannst. Warum? Lass mich, ich will weg da. Mhm. Also ich bin dann übrigens einmal abgehauen. Mit dem Velo als 10-Jähriger vom Luzerner Hinterland auf Küsnacht. Und das hat dann aber auch nicht gewirkt, oder? Und ich bin am gleichen Abend wieder zurückgebracht worden mit jemandem von der Gemeinde und meinem Vater. Man hat geredet miteinander und man ist gegangen und hat mich wieder allein gelassen. Und diese Prügel, die sind heftig. Hat es auch Sachen gegeben, wo du würdest sagen, im Nachhinein, ja, das sind auch noch schöne Erinnerungen? Ja, Gott sei Dank. Du vergisst es ja auch schnell. Und manchmal, wenn ein Feld frisch gemäht wurde, wo man grasen für Kühe, dann hat man dort am Abend mit den Nachbarn geschuttet. Da mag ich mich erinnern, das war immer etwas Schönes gewesen. Oder das Essen. Also das Essen ist natürlich. Es hat am Morgen immer Rösti gegeben zum Morgen, das habe ich geliebt. Oder wenn du auf dem Feld warst, dann hat es halt also schon zu Vieri gegeben. Also ich hätte zum Beispiel nicht müssen hungern, wie man zum Teil gesehen hat im Film. Das hat es offenbar auch gegeben. Ja, also das war das absolut okay gewesen. Die Verdingbub-Geschichte ist wirklich das Zentrum, wo du dann auch sehr eindrücklich in deinem Buch beschreibst. Wenn wir zurückgehen, wie du ursprünglich aufgewachsen bist, in Zug geboren, 1974, zwei ältere Geschwister, eine jenische Mutter. Mhm. Da sind wir wirklich klassisch mit einem Wagen umgezogen, oder? Ich nehme aber meine Geschwister. Ja. Mein Vater und meine Mutter, ich habe das einfach nur im Nachhinein vom Hören mitbekommen, dass sie umgezogen sind. Mein Vater war auch Scherer und Messerschleifer. Der ist mit so einer Schubkarre, die du dann so angegeben hast.
sind wir von Wohnung zu Wohnung gefragt, ob man die Scheren und die Messer schleifen kann. So bin ich früher aufgewachsen, aber einfach nicht mehr im Wohnwagen, sondern direkt in einem Haus. Dann kommt die Situation, wo du drei bist, deine Mutter stirbt nach einer kurzen, schweren Krankheit. Mhm. Und für deinen Vater ist die ganze Situation eine Überforderung mit dem Kind. Und irgendwann kommt der Entscheid, ich gebe dir ein Heim. Wie hast du das erlebt? Das ist für mich, also ich habe schon nicht verstanden, dass meine Mutter plötzlich nicht mehr rum ist. Ja. Als dreijähriger Tod verstehst du ja nicht wirklich, aber deine Mami ist nicht mehr rum. Alles war von heute auf morgen anders gewesen. Und plötzlich kommst du noch in ein Heim, das du niemanden kennst und du verstehst eigentlich nicht, warum. Weil, dass mein Vater überfordert war, das habe ich erst als jungen Erwachsenen mitbekommen. In dem Moment hatte ich einfach das Gefühl, wir werden abgeschoben. Wie würdest du sagen, sind sie behandelt worden und hast du das erlebt, was dort passiert ist? Wir sind in dem Heim nicht geschlagen worden, aber Gewalt hat ja viele Gesichter. Das kann auf andere Art gehen. Das war kein gutes Heim. Nicht wirklich. Ich habe dort viele schreckliche Sachen müssen erleben, wo mich bis heute noch prägt. Ein kleines Beispiel, es ist nebenzu die Emme. Ich bin ins Wasser geschmissen worden, weil ich nicht schwimmen konnte. Ich bin fast versoffen, dass wir wollten Schwimmen beibringen. Also, die haben dich ins Wasser geschmissen und jetzt? Okay. Und das hat dann dafür einen Vorteil oder einen Nachteil für meine Kinder. Die haben sehr früh in den Schwimmkurs. Ja. Und können heute schwimmen. Okay, du siehst das noch irgendwie sportlich. He? Und jetzt kommt der Meck, der Verdingbub, kommt dann irgendwann dein Alter, du kommst raus in die Welt, Freiheiten, neue Regeln vielleicht auch. Du kannst dich plötzlich vielleicht ganz anders bewegen. Und bist, glaube ich, auch noch dann irgendwann in einer Pflegefamilie gelandet, wo dir wenigstens ein bisschen von Angenommen sein und von Liebe gegeben hat. Mhm. Ja. Ja, das war so. Das war Claudia und Kathi. Das waren meine Exerzier in dem letzten Heim, wo ich war. Wo übrigens ein gutes Heim war. Dort habe ich wirklich schöne Erinnerungen. Viel dürfen lernen. Und ich konnte dann nachher zu ihnen können, weil ich sonst nirgends anders hin konnte. Und das war wirklich eine gute Zeit, in der ich mit Liebe überschüttet wurde. Aber so wirklich annehmen konnte ich es eben auch nicht können. Ich habe nicht gewusst, wie das geht. Hast du gar nicht gewusst, wie das angeht, wenn einem jemand Liebe gibt? Das ja, wenn jemand plötzlich fragt, wie geht es dir? Ja. Was hast du heute gemacht? Das war für mich noch ein bisschen schwierig, zum Verstehen. Wo du so 18, 19 warst, hast wirklich, kann man sagen, Vollgas geben, oder? Mhm. Auch mit Stoff reinlassen. Und du hast sogar deine Schwester dort verloren, wegen dem Gocki. Das ist etwas, wo du Respekt hast, glaube ich. Mhm. Schon nur aus dem Grund. Das war so die Platzspitzzeit, gell? Ja, wo das erste Heim, wo wir noch alle drei miteinander zugegangen ist, sind wir getrennt worden. Mein Bruder ist irgendwo ins Luzerner Hinterland gekommen, ich auf den Bauernhof und meine Schwester habe ich dort aus den Augen verloren. Die ist dann aber mit 14 dann auf dem Blattspitz gelandet und ganz, ganz lang dort gewesen. Recht exzessiv bist du dort unterwegs. Man hat fast ein das Gefühl, vielleicht will jemand ein bisschen überkompensieren, was verständlich wäre, oder? Vorher warst du eingesperrt, hast du machen müssen, was die anderen sagen und jetzt die grosse Freiheit. Ja, ja, ich hatte dort wirklich 7 Jahre lang, es war auch ein bisschen Techno-Zeit. Es war vielleicht eine gefährliche Zeit. Und ich hatte dort auch wirklich Schwein gehabt, dass ich nicht wirklich noch mehr abgerutscht bin. Ich würde das überkompensieren, vielleicht auch noch ein bisschen in ein Flüchten umwandeln. Irgendwo durch kannst du halt einfach mit sättigen Sachen kannst du halt einfach flüchten für einen Moment. Du kannst dir Liebe zuführen, die aber halt einfach nicht echt ist. Du hättest auch hängen bleiben dort. Das sind ja nicht wenige, oder? Ja, ein paar von meinen Kollegen, die zum Teil auch nicht mehr leben und die Kurve nicht gekriegt haben. Und irgendwann geht es ja auch darum, was schafft man, was für eine Ausbildung mache ich, wie kriege ich überhaupt den Alltag auf die Reihe? Du hast dann dort verschiedene Sachen gemacht, eine Ausbildung, die du glaub, so abgebrochen hast. Ja, also ich habe 2-jährige Lehre gemacht. Ja. Man hat dann noch das 3. Lehrjahr angehängt, aber dort bin ich dann eben schon fast ein bisschen zu fest im Kiefen drin gewesen, und habe dann das irgendwo nicht mehr so auf die Reihe gekriegt. Taxifahren? Ja, ich bin dann 7 Jahre eigentlich irgendwie, ich sage dann ein bisschen Hörner abstoßen oder ein bisschen ausprobieren. Ich war Taxichauffeur, ich war Barkeeper, ich war selbstständig.
Dann im Detailhandel hast du eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen eine Spur gefunden, oder? Ja, ich bin dann mit 25, weil mir auch wieder ein guter Kollege gesagt hat, du hör doch auf Taxifahren, du fährst bis ans Lebensende. Ja. Und ja, ich bin dann in Detailhandel rein und habe dort dann eigentlich wirklich unglaublich schnell dürfen Karriere machen. Aber es war vielleicht auch wieder fast ein bisschen ein Flüchten gewesen. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet die ersten paar Jahre. Und habe natürlich alles andere vernachlässigt. Zuerst hat man dir eine Filiale anvertraut. Offenbar hast du es gut gemacht. Mhm. Oder überdurchschnittlich gut. Plötzlich knallt es um dich herum, oder? Hast du richtig viel Verantwortung bekommen? Ja, ich habe dann dort innerhalb von 3 Jahren Gebietsverkaufsleiter werden und verantwortlich sein für 50 Filialen mit über 450 Mitarbeitern. Und mit 27, das war für mich zu jung. Ich bin dort einfach ein bisschen abgehoben. Du kommst eine goldige Kreditkarte über, du kommst ein schönes Geschäftsauto über, du gehst schön essen. Das war ein bisschen zu viel gewesen und ich habe mich dort, glaube ich, so ein bisschen in die negative Richtung als Chef entwickelt. Du bist auch verletzt worden natürlich vorher in deiner Geschichte. Hast du jetzt da auch ein bisschen das weitergehen an andere? Oder wie muss man sich das erklären, dass du plötzlich dann so wirst? Ich habe eher das Gefühl, ich wollte etwas beweisen. Und der Ehrgeiz, der war so stark. Ich wollte der Beste sein, weil vorher war ich ja nichts. Mhm. Und jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, zu zeigen, ich bin jemand, ich kann etwas. Und da bin ich natürlich über Leichen gegangen. Also, es hat dann leider auch lang funktioniert. Also, ich war dann sehr erfolgreich, viele Sachen. Aber der Weg war der falsche. Und der hat zu einer Erschöpfungsdepression geführt. Mhm. Also irgendwann ist denn das alles nicht mehr gegangen. Du hast dich, das finde ich schon noch interessant, selber in eine Klinik eingewiesen. Mhm. Was hast du dort für Symptome gehabt? Also du kannst nicht mehr schlafen, wenn du ins Bett gehst, denkst du das Geschäft, wenn du verwachst, denkst du das Geschäft. Was ganz wahnsinnig ist, und das haben übrigens fast alle gehabt dort in dem Sanatorium, du bist lärmempfindlich. Also ein Auto, das durchfährt, macht dich fast wahnsinnig. Das ist wirklich, das zeigt, dass alles ein bisschen am Anschlag ist, oder? Und Angst. Also jedes kleine E-Mail, das reinkommt, auf dem Handy Bling macht, hat eine kleine Panikattacke ausgelöst. Okay. Also, das ist heftig, ja. Also du hast dann eines Tages ein Köfferli gepackt und bist in der Klinik. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ich weiß auch nicht, ob die Ehe noch funktioniert hat. Das ist irgendwie wie Der letzte Rettungsanker war, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Das war für meine Frau auch nicht lustig, weil ich bin dann halt einfach gegangen und sie hat ein Kind gehabt. Und deutsch gesagt, so wie ich habe sie fast allein gelassen. Aber eigentlich habe ich sie allein gelassen, zum wieder in die richtige Bahn zu kommen. Und Gott sei Dank die richtige Entscheidung war. Deine Geschichte ist unglaublich mutmachend, weil sie zeigt, du hast so viel auch eingesteckt und durchgemacht. Und irgendwann passieren Sachen, die wir manchmal auch als Menschen überhaupt nicht auf der Rechnung haben. Ein sogenannter Gamechanger dort vor 4 Jahren in dieser Klinik am Zürichsee. Und es ist ja manchmal so, als ich das gelesen habe, habe ich so für mich gedacht, ist ja manchmal so, da schenkt dir jemand ein Buch und dann leihst du es weg und sagst, ja, vielleicht lese ich es einmal, vielleicht aber auch nicht. Und dann nimmst du es irgendwann, weißt du selber vielleicht nicht ganz, nimmst es wieder vor. Und dann bist du dort in dieser Klinik, laufst umeinander, siehst ein schönes Bänkchen, sitzt in her mit so einem Buch. Ist alles nachvollziehbar. Und dann passiert etwas. Mhm. Mhm. Beim Lesen. Mhm. Ja, ich habe dort eine Szene gelesen aus dem Buch, wo der David, das ist der von dem Buch, in London einen Obdachlosen trifft. Der bettet dann immer mit denen, geht manchmal irgendwie essen oder so. Und am nächsten Tag haben die sich per Zufall getroffen. Und der Obdachlose fragt, also der David fragt den Obdachlose wieder, darf ich beten für dich? Und dann sagt der Obdachlose, nein David, gestern hast du gebetet für mich. Für mich ist der Himmel aufgegangen, heute bete ich für dich. Und in dem Moment, ich mache wirklich über die Bewegung, in dem Moment ist ein Kübel Liebe über mir ausgegossen worden. Ich habe nicht mehr gewusst, wo mir ist, wie mir ist. Ich habe stundenlang gebrüllt vor Glück, vor Liebe. Mir ist dann auch so ein bisschen, sind so 2 Filme durch. Einmal ein ist überall die Menschen, die Gutes da haben an mir, die ich gar nicht so wahrgenommen habe.
und alles das, was ich nicht so gut gemacht habe, wo ich dann vielleicht schon wahrgenommen habe, nicht an Wellen war. Und das hat dann nach sich gezogen, dass ich zum Teil die Leute aufsuche, telefonisch vorbeigegangen, ich bin mich bedanken, zum Teil entschuldigen, ich habe meine Familie müssen um Verzeihung bitten. Dass es bei anderen Leuten so längere therapeutische Prozess passiert, ist bei dir so in einem Moment wie da gewesen? Unglaublicher Vergleich, ich höre jetzt zum ersten Mal. Und ja, also ist eine Frage, ist oder? Sensationell, ja, ist so. Ist so. Also ist mir jetzt gerade bewusst worden. Wird alles geschenkt in dem Moment? Oder? Ich bin 5 Jahre in Therapie und habe 5 Jahre gebraucht, um das Verdingbub zu verarbeiten. Mhm. Aber trotzdem hatte ich ja die Liebe nicht. Ja, das ist so, ja. Und das war der 29.09.2018. Ja. Hast du dir eintätowieren lassen? Ich habe mir das eintätowieren lassen, zusammen mit meiner Hand. Da hinten auf dem Schenkel. Weil das ist für mich, sind zwei Sachen wichtig. Der goldene Ring, mein Je, und I believe, ich glaube. Das Datum ist für dich wirklich so viel, oder? Ja. Dort ist, also ich interpretiere jetzt auch vielleicht etwas, aber wirklich der Reset passiert, oder? Ja, wirklich, als würdest du bei einem Computer, und so habe ich es auch geschrieben im Buch, Reset drücken, und es war ein anderer Mac da gewesen. Mhm. Und zwar sofort. Braucht immer noch ein bisschen. Ich kann ja nicht einfach mal 44 Jahre wegmachen, Grundcharakter, aber es hat sich, die Leute haben gesagt, du hast eine andere Ausstrahlung. Ich habe mich anders verhalten, ich bin plötzlich lieber geworden. Ich war ja manchmal recht ein Brummbär vorher. Mhm. Du bist plötzlich wieder pflegeleichter geworden in gewissen Sachen. Nur noch eine Frage, bevor wir da zum Familiären gehen. Da freue ich mich jetzt speziell darauf. Hast du das Gefühl im Nachhinein, dass Gott schon vorher in deinem Leben, wo du im Heim warst, wo du als Verdingbub unterwegs warst, dass er dort gleich schon da war, auch wenn du ganz viel Schlimmes erlebt hast? Vor dem 29. nicht, ja. Nach dem 29. ganz klar. Ist dir das klar geworden, ja. Dort mit einem Schlag sozusagen? Also, so einen Traktorunfall überleben, ist für mich ein Riesenwunder von Gott. Also, die Familie ist ganz ein wichtiger Faktor in deinem Leben. Und sie sind da in der Nähe und wir gehen zu ihnen. Und da bin ich echt gespannt. Ihr macht ja so viel auch zusammen. Mhm. Und habt so eine gute Energie drin. Ich danke dir jetzt mal bis dahin. Ich freue mich drauf. Danke dir vielmals. Und jetzt ist Evelyn dazugekommen. Ja. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, danke. Wir haben ja schon ein bisschen miteinander reden. Die Kids sind da hinten, die spielen. Ja. Das ist eigentlich eine wunderbare Situation. Ja. Was bedeutet dir das jetzt, dass wir das jetzt so da haben? Für mich eigentlich das Grösste, weil irgendwo durch, sind wir so miteinander komplett. Und ich habe dir von dem Neustart erzählt und sie ist ein Teil von dem Neustart, wo eigentlich alles so ein bisschen komplett macht. Wie hat er sich eigentlich verändert seit dieser Zeit? Was ist das, was am meisten auffällig ist für dich? Also seit er jetzt zum Glauben gefunden hat, wo er dort in dem Sanatorium war, finde ich, er ist einfach, die Liebe ist da, extrem viel Liebe, Geduld. Und er hat mehr Verständnis für viele Sachen, die für mich normal waren, hat er es nicht als normal empfunden. Und seit er zurückgekommen ist, von dort, finde ich, komplett anders. Liebe, er hat eine extreme gute Art. Man nimmt ihn anders wahr. Und eben, er ist offener geworden. Und ja, man kann es fast nicht beschreiben. Es ist einfach ein. Ja, wie ein neugeborener Mensch ist er. So eine Beziehung mit Frau und Kind, dass man da, das lebt ja vom Vertrauen, oder? Und das hast du ja lange Zeit in deinem Leben nicht gehabt. Gut, ich was war in dem Lernprozess der Punkt, gewesen, wo du gemerkt hast, ja, jetzt ist wirklich ein neues Leben in mein Leben hineingekommen, dass ich das kann? Ich habe eine Ruhe ins Herz bekommen, wo mir eigentlich sagt, auch wenn alles rundherum zusammenfallen würde, du bist trotzdem geliebt. Also, du kannst nicht tiefer fallen wie in Gottes Hand. Und diese Gewissheit allein gibt mir wieder für alles andere viel, viel mehr Ruhe.
wo ich viel besser umgehen damit. Also das Vertrauen, das ich hier geschenkt bekommen habe, kann ich weitergeben oder kann ich auch empfangen. Wie viel von seiner Geschichte hast du gewusst, die ihr kennengelernt habt? Eigentlich habe ich nicht so viel gewusst. Ich habe einfach gewusst, dass irgendetwas hat er, weil er hat wie eine Trauer in sich gehabt, aber er hat mir nicht viel davon erzählt. Er hat mir einfach gesagt, er hat nicht so eine grosse Beziehung zu seiner Familie, was bei uns gerade das Gegenteil ist. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus der Dominikanischen und bei uns ist Verwandtschaft gehört dazu. Also es ist komplett anders. Und bei ihm ist er so wie ein Einzelgänger gewesen. Und das ist für mich so ein bisschen komisch gewesen. Ich habe gehört, bei euch haben mehr oder weniger, also darum tun wir die Adresse nicht einblenden von euch privat. Bei euch kann man mehr oder weniger einfach kommen und gehen. Ja, das stimmt. Also, diese Marke hast du in eure Familie gebracht, ja, oder? Ja. Open House. Ja, das ist so. Wir probieren eigentlich viel zu machen und gleichzeitig haben wir so wie eine Gemeinschaft bei uns, auch in unserer Siedlung. Wir probieren viel miteinander zu machen. Ja, wenn man sich gegenseitig helfen kann bei etwas oder wenn es schönes Wetter ist, dann fragt man, hey, was machst du zu essen? Ja, ich weiss auch nicht. Hey, machst du einen Salat, ich bringe das. Und plötzlich hocken wir so wie da, alle miteinander im Bänkchen und wir teilen das Essen. Und die Kinder teilen auch gemeinsame Zeit miteinander und können spielen. Und durch das, dass wir so offen sind, lassen wir auch unsere Tür so offen. Also das heisst, wenn wir etwas brauchen, haben wir auch zu uns. Und wenn wir etwas brauchen, gehen wir auch zu jemandem anders fragen. Also es ist so... Ja, es ist schön. Sie also, waren ja wahrscheinlich noch stund. Der gleiche, der vorher so ein bisschen grimmig durch die Gegend gelaufen ist, kommt jetzt plötzlich mit so einer Einladung. Man ist schon auf mich zugekommen und hat gesagt, Leck, du bist denn gut getroffen oder du hast dich verändert. Das habe ich schon von der einen oder anderen Person zu hören bekommen. Und das war auch etwas Wunderbares gewesen. Ganz krass war das bei den Kindern. Also Kinder, die vorher vielleicht den Bogen um mich gemacht haben, sind jetzt plötzlich auf mich zugekommen und sind zu uns heim spielen. Also dort habe ich es am extremsten gespürt. Evelyn, Meg, danke vielmals, dass ihr da seid und für eure Ehrlichkeit und euren direkten Einblick ins Leben. Danke dir, Uri. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben. ERF-Medien, Fenster zum Sonntag, 8330 Pfäffiken oder ein E-Mail an tv@erf.ch. Danke fürs Dabeisein und Wiederschauen. Die Sendung wurde präsentiert von Schindler und Scheibling. Planen und bauen natürlich mit Holz. Schindler-Scheibling.ch